Hallo und herzlich willkommen zurück zu Railway Empire. Mein Name ist Dr. Wolfsherz. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ganz ehrlich, mich nervt das Gequatsche von diesen KI-Leuten. So, wir hätten hier eine Prämie für eine neue Industrie in... Oh nee, das ist scheinbar gerade abgelaufen. Ich hab dir einen Spion rübergeschickt. Das macht dir doch sicher nichts aus. Ernsthaft? Scheint es ein kleines Problemchen mit deiner Lokomotive zu geben. Also, die quatschen ständig rein. Das macht's wirklich nicht leicht. Ich frag mich ja, ob man es irgendwo ausstellen kann. Ich hab's noch nicht gefunden. Vor allem, weil die auch wirklich dauerquatschen. Ne? Das ist wirklich anstrengend. So, wir gucken jetzt erstmal, was wir mit unseren 220 Innovationspunkten machen können. Wir hätten hier ja zum Beispiel Tachometer für 10% mehr Zugleistung. Dann haben wir hier immer noch die Glocke, die das Gleiche macht. Diverse Loks könnten wir noch freischalten. Öllampen erhöht den Ticketpreis für Passagiere. Das gibt natürlich direkt Geld, deswegen mache ich das mal. Und ja, dann warten wir einfach auf die nächsten. Quartalstechnisch geht es uns ganz hervorragend. Veränderungen zum Vorquartal 1 Million. Das heißt, es geht uns blendend. So, apropos blendend. Ich schaue mal wieder mit euch in die Aufgaben. Den Unternehmenswert, den erreichen wir schon noch. Das sind nur noch 4 Millionen, die fehlen. Wir müssen aber aufpassen, weil die Zahl hier auch klettert, dass wir vorher noch das Unternehmen eines Konkurrenten aufkaufen. Nicht, dass wir das hier schon abschließen, ohne die optionale Aufgabe zu beenden. Das wäre sehr schade. Deswegen gehen wir mal direkt wieder ins Unternehmen, ins Unternehmensfenster zur Konkurrenz und gucken mal, was eine Fusion kosten würde. 8,3 Millionen, um Gottes Willen. Wird immer schwieriger, sie zu übernehmen. Wir kaufen einfach noch Aktienanteile. Und zwar gehe ich jetzt mal hier wirklich aufs Ganze. Jetzt gehören uns 60%, also eigentlich schon die deutliche Mehrheit dieses Unternehmens. Fusionieren würde jetzt immer noch 5,5 Millionen kosten. Man muss halt die restlichen 40% kaufen. Und mit einem Übernahmeaufschlag von 50% erworben werden. Okay, alles klar. Ja, das ist ziemlich teuer. Kann ich nicht anders sagen. Wahrscheinlich hätten wir besser in Don Lorenzo investieren können, denn der da kostet eine Aktie halt 88.000 und hier kostet eine Aktie 108.000. Ja gut, okay, wenn ich da jetzt mehrere von kaufe, dann steigt der Wert bei dem aber auch. Von daher ist es schon, denke ich, am Anfang völlig egal gewesen, für wen wir uns hier entschieden haben. Die unterscheiden sich auch nicht unwesentlich. Der hier hat ein kürzeres Streckennetz, 1466 Meilen. Die Beatrix von Pomp hat immerhin schon 2300 Meilen und kommt damit auch schon fast an unser Streckennetz dran mit 2976 Meilen. Ja, so ist es. Wir könnten natürlich jetzt auch mal eine Anleihe aufnehmen. Das sind aber alles nur Kleckerbeträge, die uns jetzt zum Aufkauf auch nicht wirklich helfen würden. Wir könnten versuchen, mehrere aufzunehmen. Mache ich jetzt aber nicht, denn so verstehe ich nicht das Spiel, dass man das hier macht. Wir könnten nochmal beim Personal schauen, ob da irgendwas momentan frei ist. Sieht er nicht so aus. Du solltest wirklich besser auf die Wartung deiner Lokomotiven achten. So, wo haben wir denn schon wieder einen Wartungsstand? Da. Das müsste sich aber jetzt erledigt haben, weil in Toledo eben halt ein Wartungsdepot ist. Ja, Städte sind alle angeschlossen, wenn auch nicht alle von uns, aber einige davon. Die blauen von uns, da ist ein Lokführer, den könnten wir einstellen. 20% weniger Wartungsbedarf, den stellen wir ein und den weisen wir auch gleich zu. Und zwar, ja, nehmen wir ruhig hier unsere neueste Verbindung, Knoxville. Knoxville-Louisville über, oder in Indianapolis ist auch noch mit drin. Den werden wir verwalten. Da gibt es einen Lokführer und zwar den Oliver Clark. Nach dem Tod meiner Eltern bin ich in einem Waisenhaus gelandet. Oh, ich weiß, was du von Waisenhäusern zu wissen glaubst, doch ich hatte Glück. Es lag nördlich von New York und es gehörte einem alten Ehepaar, das sich hingebungsvoll um alle Kinder kümmerte. Ja, sehr interessante Geschichte, die sie uns hier erzählt. Na, schaut mal an, die hat auch nach Louisville expandiert, aber die war eh schon in Knoxville tätig. Von daher war das jetzt eigentlich nur logisch.
Ich habe nur ein Problem. Wenn wir jetzt weiter expandieren, dann kriegen wir den Marktwert zu hoch. Und schaut mal, ich fürchte eh, dass wir das nicht mehr hinbekommen. Dass unser Marktwert hier oder unser Unternehmenswert besser genau... Meine Güte, was ist los? Dass unser Unternehmenswert, genauer gesagt, schon vorher auf 20 Millionen steigt, bevor wir das Unternehmen gekauft haben. Was können wir da bloß tun? Vielleicht doch mit Krediten arbeiten? Weil das können wir uns definitiv, obwohl es wird gerade günstiger. Nee, 5 Millionen, das hatten wir schon. Ja, wir können noch 10% Anteile kaufen. Die müssen wir uns, glaube ich, gerade leisten können. Ja, das deckt sich aber. Ne? Es gibt halt immer noch diesen Übernahmeaufschlag. Und ob ich dann jetzt gleich Schafszucht nahe Louis will, die brauchen wir definitiv nicht. Ist jetzt halt die Frage, man kann jetzt immer 10%, 10%, 10% kaufen oder hier auch fusionieren. Also wenn man das Geld hat, ist beides wahrscheinlich gleich teuer. Oder günstig, je nachdem, wie man das sieht. Zeige ich euch doch vielleicht noch eine andere Möglichkeit, die es hier gibt. Und zwar gibt es ja den Gebäudebau und den Stadtgebäudebau. Und ich meine, ich wäre da schon mal kurz drauf eingegangen. Wir können hier diverse Dinge bauen, wie zum Beispiel Museen. Und da muss man gucken, wo gibt es freie Plätze. Und in Baltimore ließe sich ein Museum bauen, an diesen Plätzen entsprechend. Und was macht Museum? Steht unten links, bewirkt eine höhere Zufriedenheit in der Stadt, Bedarfsdeckung plus 10%. Ja, dann gibt es hier Sehenswürdigkeit, erhöht die Anzahl der Reisenden in der Stadt und das geht halt eben erst in größeren Städten. Wir können sogar Industrien bauen, eine Fleischindustrie, da haben wir jetzt hier aber keinen freien Platz. Wir könnten aber gucken, ob eine Stadt da ist, wo wir das machen können. Da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Sieht aber nicht so aus, also eine Fleischindustrie kriegen wir gerade nicht unter. Sehenswürdigkeiten, wie gesagt, sind in der Regel kein Problem. Eine Universität würde uns 4 zusätzliche Innovationspunkte monatlich geben. Könnten wir auch in Baltimore eine bauen. Also das sind Sachen, die kann man auch noch machen. Und wenn ich so eine Fleischindustrie hier baue, oder es gibt natürlich noch mehr, Sägewerk, Brennereien, Käsereien und so weiter, Papierwerke, Werkzeugmacher, dann sind das Betriebe, die für mich produzieren. Und dessen Waren ich auch entsprechend weiterverkaufen kann. Und das ist natürlich schon eine tolle Sache. Ich kann ja hier, wenn ich... befindet sich da... Nee, die wollen wir auch nicht kaufen, danke. Wenn ich hier zum Beispiel in das Stadtfenster gehe von Baltimore mal und hier auf die Betriebe gucke, da könnte ich jetzt hier noch einen vierten halt entweder bauen. Das wäre im Grunde... Ja, danke sehr. Das wäre im Grunde halt das Gleiche, wie wenn ich ihn auf der Karte platziere. Oder ich übernehme einfach eine von denen, die da ist. Und hier sind ja schon 3 Unternehmen, die Fleischindustrie, die ich gerade nicht bauen konnte. Die könnte ich jetzt versuchen zu übernehmen. Moment. Ah, da hier, da müsste ich hier drauf drücken, Industrie kaufen. Und dann würde mir hier auch angezeigt werden, wie teuer. Ja, und dann wäre das eben meins. Und dann würde ich da auch die Erlöse von bekommen. So, jetzt haben wir schon wieder 800.000, aber das reicht natürlich lange nicht, um unser Ziel zu erreichen. Ich glaube eher, dass wir hier in wenigen Augenblicken auf die 20 Mille kommen. Und dann ist das Kapitel 2 wahrscheinlich abgeschlossen. Ich glaube kaum, dass wir dann noch zusätzliche Zeit bekommen für die optionale Aufgabe. Ich werde mal die Zeit jetzt schnell vorstellen. Das ist... Eine kleine Investition in die Aktien deines Unternehmens kann ja nicht schaden, nicht wahr? Das ist eine Sache von Sekunden, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und dann hat jemand... Und dann hat jemand Aktien gekauft, die Beatrix von Pomp. Und dann ist der Wert natürlich wieder gesunken. Auch eine nette Möglichkeit. Und jetzt sinkt unser Wert auch gerade wieder. Was ist denn da jetzt los? Jetzt muss ich doch mal schauen. Ja, die Beatrix von Pomp hat 10% unseres Unternehmens gekauft. Meine das Kindheit ist ja eine. War nicht unglücklich. Aber ich wusste schon als junge Frau, dass ich mein Glück selbst in die Hand nehmen musste. Und dass ich mich nicht auf andere verlassen konnte. Als ich 17 war, verließ ich die Ostküste. So. Oh je, da scheint es ein kleines Problemchen mit deiner Lokomotive zu geben. Also irgendwo ist gerade der Wurm drin, dass unser Wert so massiv sinkt. Da hat doch irgendeiner am Rad gedreht, kann ich jetzt auch nicht erklären. Dann würde ich sagen, schalten wir uns auf jeden Fall noch was frei, das die Transportvergütung erhöht. Das heißt, es wird mehr Geld in die Kassen gespült. 19,4, 19,
4,1, 4,3, jetzt steigt es wieder, alles klar. Und die Konkurrenten bauen ihr Netz gut aus und auch nicht langsam. Also die machen das schon, gar nicht doof. Jetzt frage ich mich natürlich... Baltimore prosperiert. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Der Aufschwung ist fühlbar an der ganzen Ostküste, dank des dichten Streckennetzes. Und da du auch die großen Seen und Städte wie Detroit angeschlossen hast, sind die Vereinigten Staaten wieder ein Stück zusammengewachsen. Ja, und damit haben mein wir dieses... Mein Süßer, du wirst mir jetzt etwas zu erfolgreich. Und damit haben wir dieses Kapitel jetzt abgeschlossen und könnten im Grunde ins dritte Kapitel starten. Wir schauen uns jetzt das natürlich Vertrauen noch an, in die neue was hier kommt. Und die Kunst der waghalsigen Eisenbahner hatten sich ausgezahlt. Innerhalb weniger Jahre erstreckte sich ein lückenhaftes Netz aus kurzen Eisenbahnlinien von der Küste bis zu den großen Seen und brachte neuen Wohlstand und eine Periode dynamischer Veränderungen. Bald traten die ersten Träume auf den Plan, die eine gigantische Eisenbahnverbindung vom Atlantik bis an den Pazifik forderten. Die sogenannte transkontinentale Verbindung. Doch wie sollte so ein gewaltiges Jahrhundertprojekt finanziert und umgesetzt werden, wo doch gerade die ersten Schritte unternommen wurden? Kapitel abgeschlossen und wir sind immerhin als Buchhalter eingestuft. Ja, das ist okay. Wir waren beim letzten Mal im Kapitel 1, waren wir, glaube ich, Heizer. Haben uns also schon verbessert. man hätte sicher viel effizienter bauen können. Aber so ist das nun mal. Und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns mal an, was in Kapitel 3 auf uns wartet. 1, da ist es. Wenn ich das richtig sehe, haben wir aber immerhin mit Gold abgeschlossen oder... Das heißt einfach nur, dass es abgeschlossen wurde. So, über den Mississippi 1850. Nachdem sich die Eisenbahn im Osten etabliert hat, erschließt sie auch im Westen die Weiten des amerikanischen Kontinents. Deine Aufgabe ist es, den Bau der ersten Eisenbahnbrücke über den Mississippi zu unterstützen. Dabei erlebst du den gestiegenen Konkurrenzdruck zwischen den Eisenbahn-Tycoons aus erster Hand. Cornelius Commodore Vanderbilt sitzt dir im Nacken, da er selbst nicht an die Eisenbahn und schon gar nicht an die transkontinentale Verbindung glaubt. So, so. Ja, Strecken jetzt natürlich wieder komplex. Was anderes geht gar nicht. Denken Sie auch manchmal darüber nach, alles hinzuwerfen und sich der Poesie zu widmen? Und diesmal sind wir die Toledo Railways. Der wirtschaftliche Aufschwung ließ die Eisenbahnnetze beständig wachsen. Und auf den Fahrplänen tauchten plötzlich Siedlungen auf, die gerade noch im Nirgendwo gelegen hatten. Das Land war enger zusammengewachsen. Bald befeuerten unternehmerische Eitelkeiten und Gier der Eisenbahn-Tycoons die ersten Konkurrenzkämpfe um lukrative Strecken und Verbindungen. Derweil lag der mächtige Mississippi als Grenze zwischen den pulsierenden Zentren des Ostens auf der einen und den unerschlossenen Siedlungsgebieten und neuen Märkten des Westens auf der anderen Seite. Doch technische Innovation, ungebrochener Pioniergeist und die richtige Nase für das Geschäft sollten auch diese Barriere bald zu Fall bringen und den Siegeszug der Eisenbahn unvermindert vorantreiben. Du bist also der Verrückte, der eine transkontinentale Strecke bauen möchte. Dir ist aber bewusst, dass es schon viele Träumer gab und sie alle grandios gescheitert sind? Und du glaubst, bei dir wäre das nicht der Fall? Oh, ich will dir natürlich keine Illusionen nehmen. Versuch es ruhig. Und das werden wir auch tun. Mein Name ist Cornelius Vanderbilt. Der Cornelius Vanderbilt. Du hast sicher von mir gehört. Ich sehe die Zukunft für Eisenbahnen nicht so rosig und investiere lieber in die Wasserwege. Aber man weiß ja nie. Daher interessiert es mich, welche Ziele du verfolgst.
Ach, mein Lieber. Konkurrieren wir etwa wieder miteinander? Ach, das ist ja eine schöne Überraschung. Es mag letztes Mal für mich nicht so gut ausgegangen sein, aber inzwischen habe ich etwas mehr in der Hinterhand. Manche Leute mit Geld widerstehen mir weniger gut, wenn du verstehst. Also, viel Erfolg, auch wenn du ihn kaum haben wirst. Soll ich jetzt nochmal warten? Ich glaube, jetzt kommt kein... Frack und Zylinder stehen mir gut, aber ich bin froh, so etwas nicht tragen zu müssen. Ich bin sicher, wir werden viel Spaß haben. Vor der netten Dame musst du dich aber in Acht nehmen, denn sonst überrollt sie dich einfach. Doch wenn wir beide zusammenarbeiten, ist das Glück auf unserer Seite. Ja, guck. Da haben wir also eine weitere Mitbewerberin. So, und jetzt dürfen wir auch mal sprechen. Wir starten in Toledo und müssen uns natürlich gen Westen ausbreiten. Wir schauen erstmal in unsere Aufgaben. 10 Landbetriebe mit dem Streckennetz verbinden. Okay. Schließe 250.000 Einwohner ans Streckennetz an. Okay. Den Bau der ersten Brücke über den Mississippi unterstützen. Ich hörte, indem dein wir, Ziel sei Omaha. Schlag es dir aus dem Kopf. Oder soll dein Zug über den Mississippi fliegen? Verhandlungen über eine Brücke laufen, aber das ist eine langwierige Geschichte. Sicher, im Osten ist das Netz etwas löchrig und du könntest dich ja erstmal um Toledo und andere Städte kümmern. Aber ob es sich wirklich lohnt, dort ein Netz aufzubauen? Sabbel, sabbel, sabbel. So. Wir müssen dazu Rock Island mit 50 Ladungen Eisen beliefern und 100 Passagiere ohne Halt von Toledo nach Omaha bringen. Alles klar. Außerdem haben wir optionale Aufgaben. Da versuchen wir natürlich auch wieder einen Blick drauf zu werfen. 1853, also schon in weniger als 3 Jahren, müssen wir 10 Landbetriebe ans Netz angeschlossen haben. Das wird eng. Von daher würde ich sagen, Schluss mit Quatschen und anfangen. Toledo. Ich würde sagen, wir bauen erstmal eine Strecke von Toledo nach Indianapolis. Oder nee, nach Chicago würde mir eigentlich besser gefallen. Wir haben ja da schon Bahnhof drinstehen, oder? Ja, das ist gut. Und sogar einen mittleren, das ist ja wunderbar. Dann bauen wir mal einen kleinen nach Chicago. So, schön mitten rein. Nun ja, jeder fängt mal klein an. Naja, komm, also Chicago, ne, das würde ich jetzt nicht klein nennen. Das ist schon eine große Stadt. Jetzt müssen wir nur mit unserem Stück Gleis daran. So. Und die Strecke darf natürlich jetzt nicht zu teuer sein. Ich denke, das ist okay. Sogar billiger, wenn wir direkt hier drüber herfahren. Dann machen wir das so. 185.000. Steigung 1%, 1%, das ist eigentlich eine Traumverbindung. Das kaufen wir uns und dann lassen wir direkt einen Zug hin und her fahren, denn das bringt dann schon ein bisschen Geld ein. Aber vorher nicht vergessen, den Versorgungsturm. Den versuche ich mittig zu bauen. Und dann gibt's eine neue Linie von Toledo nach Chicago. Und zwar, jetzt bin ich gespannt, welche Loks wir haben. Die Philadelphia, die fährt 31 Meilen pro Stunde. Eine Zuverlässigkeit von 100%, Fahrgastwertung 85%, Beschleunigung 130%, Zugleistung 59%, Verbrauch 78% in Relation zu was, das ist natürlich die Frage. So, Personal ist noch nichts verfügbar, von daher soll die erstmal losfahren, die Lok. Und ja, jetzt ist das Ziel, möglichst viele Landbetriebe schnell anzuschließen, hier an Chicago und Toledo, würde ich sagen. Vielleicht nehmen wir noch Indianapolis auf, vielleicht sogar als Dreieck, das würde ich interessant finden. Wenn wir einfach von Indianapolis nach Toledo fahren und von Indianapolis nach Chicago oder vielleicht sogar so eine Dreiecksverbindung hier bauen würden. Wir haben noch ein bisschen Geld und ein bisschen Zeit haben wir ja auch noch. Wir müssen erstmal gucken, welcher Betrieb wohin gefahren werden könnte. Also Vieh kommt auf jeden Fall schon mal rüber und Getreide auch nach Toledo, Zuckerrohr. Da müssen wir wahrscheinlich in die größere Stadt nach Chicago. Jawohl, können wir da anliefern, da hätten wir schon 3 Betriebe dran. Dann haben wir hier noch,
Was sind das? Was ist das? Lehm oder Ziegel? Wird gar nicht gebraucht hier. Vielleicht in Indianapolis? Auch nicht. Finde ich. Ah, doch, da sind sie doch. Lehm ist das. Habe ich das vielleicht gerade übersehen? Nee, habe ich nicht übersehen. Wird nicht gebraucht. Toledo nochmal nachsehen. Nein, aber wenn Toledo wachsen würde, dann wäre es dabei. Während es bei Chicago definitiv nicht drin ist. Ja gut, okay. Dann eben halt nicht die Ziegel. Dann haben wir hier noch Weizen. Weizen können wir auch hier hinbringen. Hier haben wir noch mehr Getreide. Das geht auch nach Chicago. Jawohl, also wir kriegen das schon hin. Ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich Feierabend. Und dann kann ich nämlich einen Speicherstand anlegen, der von dieser Situation uns noch genug Zeit lässt, die Landbetriebe anzuschließen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und auch wenn diese Folge einen kleinen Ticken kürzer ist als die letzte, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Dr. Wolfsherz. Ciao.